als Tafeln mit Verboten, Geboten und Verordnungen. Damit auch eingehalten wird, was nicht erlaubt ist, gibt es in den noblen Wiener Parks, wie hier in Schönbrunn, Parkwächter. Also die Marta 1 bin ich, wenn ich am Rad sitze und im Park als Kontrolleur fahre. Die Marta 2 bin ich, wenn ich hier in der Hütte sitze. Und normal bin ich der Herr Karl. Und weil er der Herr Karl ist, liebt er den Dienst und die Ordnung. Ich bin noch von einer Generation, wo die Ordnung das Erste ist. In jeder Hinsicht. Ich vertrage nicht, wenn jemand irgendwelche Sachen macht, die er nicht darf. Dann schreite ich ein. Nicht? Aber sonst habe ich eigentlich im Grunde genommen wenig, wenn Passanten oder der Ausländer weiß nicht genau, dass er sich, wie er sich verhalten soll, dass er mal halt doch in die Anlagen steigt und so. Und ich erwische ihn halt schon weiter vorne mit meinem Rad. Und dann habe ich eben meine. Wie machen Sie das? Zeigen Sie mir das. Ja, pfeife ganz einfach. Zeigen Sie mir. Soll ich? Laut? Was ist da? Da herausbleiben! Ja, ja, ja. Allgemeines Hundeverbot, allgemeines Radfahrverbot, allgemeines Rodeln und Skifahren verboten. Keinen Rasen betreten, keine Blumen abreißen. Zwar hätte ich so schön der Wiesen gehabt, aber das haben wir leider angetaucht. Die haben es gewusst, dass ich komme. Da waren sie, weg sind sie. Ah ja, da liegen sie noch. Brast. Vielleicht bleibst du draußen. Kommen Sie bitte heraus aus den Anlagen. Aber rasch. Ah, komm, 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 komm. Da stehen überall Schilder. Ja. Habt ihr keinen anderen Platz? Brast. Mitten im Gewühl der Großstadt, ein Ort der Stille, des Friedens. Ausruhen vom Alltagstreiben. Il dolce far niente, o süßes Nichtstun. Im Kaiserpark in Wien-Lerchenfeld verbringt der Verkäufer Herr Franz seine Mittagspause. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 sind auf den Anraster. Ich bin ganz gern für mich allein, ja. Und was ich schreibe mir hin, ja. Oder macht die Augen zu, weil man kann ja einen eigenen Film auch erinnern lassen. Also,
Das ist ja auch ganz nett. Man braucht nur den Wolken zurückschauen, die wandern auch. Und genauso wandert das ganze Leben. Sonntagvormittag in einem kleinen Park im 5. Wiener Gemeindebezirk. Treffpunkt jugoslawischer und türkischer Familien. Die meisten arbeiten und leben schon seit vielen Jahren in Wien. Ist der Park anders geworden in den letzten Jahren? Was hat sich hier geändert? Alles. Kennt nicht alles. Das ist ja der Bürgermeister schon im Park. Zum Beispiel hier, wie Sie sehen, auf einer Seite sind Türken, ne? Auf der anderen Seite sind Jugoslawen. Das ist eigentlich wie irgendwie aufgeteilt. Ne? Zum Beispiel, da sind die Bänke von den türkischen Frauen, da sitzen sich dann die jugoslawischen Frauen mit den Kindern und so. Da drüben zum Beispiel spielen Leute Karten, manchmal geht es auch um große Beträge. Ne? Und das ist eigentlich für uns Ausländer ist es wie ein Stück von der Heimat, weil in der Heimat, ne, im Dorf, geht man auch so raus und man redet über Sachen und so. Ne? Und dann ist halt der Park wirklich wichtig für uns, wirklich wichtig. Traurig ist das. Aber ich bin nicht mehr so. Ich bin jetzt 85. Nicht? Haben zwei Kriege mitgemacht, nicht? Ja, das käme am Buch. Gar nichts. Länger wie 50 Jahre. Ja, der Park nicht. Mein Mann hat mich da in den Park verlassen. Er ist da gestorben, plötzlich an akuten Herzinfarkt. Nicht. Ja, ist passiert, ja. Da. Ja, im Park, da na, ist er wie da, auf dem Banker. Da auf dem Banker. Jetzt sich jetzt nicht zum sechsten Mal. Also sechs Jahre ist es schon wieder? Sechs Jahre ist es Maria, wieder, ja. Zeit vergeht. Eben da, da in Armbergpark. Auf der Bank, in meine Arme. Also, ja. Das ist ja wirklich eine Vorsehung, wie man sagt. Nicht? Schönbrunn, das Pensionisteneckerl. Herr Heinz, seit kurzem in Pension, wartet auf einen Schachpartner. Da können Minuten zu Stunden werden. Komisch. Das ist vielleicht ein bisschen früher auch noch. Die Burschen, die schnarchen bis um 1:30 meistens. Ja, da kommt hundertprozentig wer. Hopp. Aber pass auf jetzt. Hopp. Das Schicksal jedes Menschen, ne? Das. Schon so immer daher. Na endlich. Täglich um 2 Uhr auf die Minute Auftritt der Herrn Pensionisten. Schaut mal was aus.
Wasser, oder? Ja, ja. Da hat der Schauspieler da. Und jeder machte sich auf seine Art gemütlich. Ja, ich tue da um wegen einem Rauchen. Ich kriege wieder den Rauchen. Ich will nicht, dass du nicht an. Ja, sicher. Die einen ziehen sich alsbald zu einer Kartenpartie zurück. Herr Richard geht seinem Hobby nach. Alle Tage, Sommers wie Winters, kümmert er sich um die Vogeln. In früheren Zeiten verschob Herr Richard Kulissen in der Wiener Staatsoper. Warum gehört jetzt seine ganze Liebe den Vogeln in Schönbrunn? Die Liebe aus den Menschen. Warum? Das nehmen wir hin, weil es besser sind. Weil es besser sein als der Mensch. Ne? Das ist immer so. Außer er dann Hunger, ne, dann ist er auch so gierig wie der Mensch. Haben Sie mit Menschen schlechte Erfahrungen gemacht? Immer. Das glaube ich. Ich schaue. Ob es in Russland war oder zu Hause war. Wer nicht? Wer hat keine schlechten Erfahrungen gemacht? Das muss ein Engel sein. Hin. Außer die Damen, die mag ich nicht. Die sind schlimm. Wieso? Dann lässt du einen Vogel alles nehmen. Ne? Die sind zu gierig. Wie der Mensch. Sagen Sie, was ist der Unterschied zwischen einem Vogel und einer Taube? Die Größe. Ne? Dann ist das Vogel nicht so gierig. Schon, wenn sie einen Hunger haben, nicht? Dann sind sie genauso wie die Damen, aber die Damen sind alle gierig. Der Schriftsteller Gustav Ernst bei seinem Fitnesslauf im Wiener Augarten. Er ist einer der ganz wenigen Körperbewussten seiner Zunft. Nein, ich kann mir viele Autoren nicht laufend vorstellen, muss ich sagen. Sie sind doch leider bald zugrunde gegangen, nicht nur wegen Nichtrennen. Aber ich würde sagen, wenn ich dafür was tun kann, dass ich nicht vorzeitig elendiglich zugrunde gehe, also ich möchte nicht schuld sein daran, sagen wir so. Ich möchte schön und jung bleiben. Die Mädchen schauen immer sehr eifrig und dann denken sich wahrscheinlich, ein junger Mann rennt vorbei. Da muss ich genauer hinschauen. Nicht nur, wenn ich laufe, weil ich mir jung eigentlich, aber es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass man nur einige Kilometer spielend oben dran kann. Ich möchte nicht nur Schriftsteller, sondern ich möchte auch ein Mann. Und ich möchte sozusagen auf dem Liebesmarkt nicht ganz untergehen. Ah ja, manchmal läuft schon eine feine Frau vorbei. Aber in dem Augenblick bin ich körperlich beschäftigt. Ist er wieder zurück, wo er hingehört. Da, an dem Platz. Na, da gehört er dem Papa Django, nicht dir. Na, was willst du von mir, mein Gott? Na? Da, da warst du Beato. Wenn er leer ist, kannst du nehmen. Sonst nicht.
Ja, ich will, dass er sagt, okay? Ed, kannst du mich nicht sagen. Ich muss den Schluck noch machen, Kollege. Ja, oi, dann gehst du mal watschen. Na, so gehört er doch. Dann geh mir watschen. Auch gestrandete und ausgestoßene Menschen haben im Park ihr Platz. Sei es hier im Simmeringer Herderpark oder hier im noblen Burggarten der Innenstadt. Ich bin Alltag. Das ist mein Heimat da, unter Tag. Sonst am Tag bin ich gar nicht bloß unten am Tag. Sonst bin ich da herum, da habe ich meine Ruhe. Bin ich Einzelgänger. Verstehst du mich? Bin ich nur immer allein. Mal der Lampe ist. Die beste Ruhe, keine Streiterei, gar nichts. Ja? Nein, ich war verheiratet. Bin jetzt Kind. Ich nicht mehr. Nicht mehr. Im Volksgarten, gleich neben seinem Theater und nicht ohne Absicht neben dem Grillparzer Denkmal, hat der Burgschauspieler Alexander Trojan seinen Stammplatzerl. Geboren bin ich in der Bahngasse. Mit 7 Jahren habe ich dort im Burgtheater angefangen, Theater zu spielen. Und hier bin ich aufgewachsen und das ist meine Welt. Und der Grillparzer ist auch ein Teil meiner Welt. In seinem Bruderzwist habe ich nicht nur den Don Cesar, sondern den Klesel gespielt, im Ottokar habe ich gespielt, also zu Grillparzer habe ich eine große Beziehung. Wehmütige Erinnerungen an glanzvolle Zeiten. Alte Damen lächeln mich noch an, die Jungen kennen mich schon immer. Aber so Alte haben so dann ein verkrampftes Lächeln, nicht? Und das erwidere ich dann immer. Ich finde das auch sehr hübsch. Man träumt ja hier und da noch von solchen Sachen. Es ist eigentlich eine Welt, die natürlich ein bisschen im Aussterben ist. Die Rosen sind noch schöner, als sie je waren. Und man ist sehr ungestört. Und es ist sehr wienerisch, das Ganze. Also das, was wir eigentlich sehr lieben, aber was sehr verloren geht. Langsam, aber sicher. Verzeihung, haben Sie vielleicht 2 Schilling, bitte? Bitte? Haben Sie vielleicht 2 Schilling? Nee, ich hab gern Kostüm. Haben Sie nicht mal 1 Schilling? Nicht mal 1 Schilling? Nee, nix. Gerne. Verzeihung, haben Sie vielleicht 1 Schilling, bitte? Oder 2? Resselpark am Karlsplatz. Seit Jahren kommt Jasmin hierher, in der Hoffnung zu finden, was sie sucht. Okay, entschuldige, habt ihr vielleicht 1 oder 2 Schilling, bitte? Na? Entschuldigung, haben Sie vielleicht 1 oder 2 Schilling, bitte? Wofür brauchen Sie das? Grüß Gott. Sie hat Angst vor uns, glaube ich. Sowas, der hat nie in unsere Kreise kommen. Also, geschweige denn, die machen dann Bogen 80 Kilometer, wenn es geht. Und sowas, finde ich, ist genauso alleinig wie wir, ja. Nur im Alt. Und sie tut mir eigentlich leid, wenn ich so sehe, so gehe ich mit dem Hund. Jasmin ist heute 29. Seit ihrem 14. Lebensjahr ist sie drogenabhängig. Was macht man denn so den ganzen Tag, wenn man da? Ja. Sitzen, schauen, schnorren. Zu was kommen, zu Pulver kommen, zu Paracodin kommen, Hustensaft. Oder wenn du ein Glück hast, überhaupt zu einem Zeug, das heißt Heroin. Seit langem versucht Jasmin wegzukommen, vom Park, von den Drogen. Und doch kehrt sie immer wieder hierher zurück. Ich meine, ich habe angestoppt, jetzt habe ich das angestoppt, weil eigentlich schon etwas
jetzt davon weg bin, ja. Was heißt weg bin? Ich bin schon ganz, fast ganz weg, ja. Ich fahre da eigentlich nur mehr durch und schaue mir eigentlich die Vergangenheit an, ja, in dem Park, was eigentlich so früher los war. Und ich habe angestockt jetzt, dass jeder eigentlich einsam ist, ja, auf irgendeine Art und Weise, obwohl er Mutter noch hat und Tochter, also vielleicht Kind und Vater und was weiß ich was noch. Aber jeder ist irgendwie auf einer Art einsam, er kriegt nicht das, was er haben will. Märzpark im 15. Wiener Gemeindebezirk. Ich bin nicht ausländerfeindlich, bei Gott nicht. Wenn ein Ausländer hier ist mit seiner Familie, in Ordnung, wenn er halbwegs in seinem Ding lebt, kein Wort gegen so einen Menschen. Aber wir haben ja drei Viertel Gesindel da. Das sind ausländische, arbeitsscheue Schmarotzer. Der hier arbeitet, der hier ordentlich lebt, vollkommen in Ordnung. Und alles andere zusammenfangen und fort damit. Was heißt ihr, eine Familie oder? Nein, das meine Schwiegermutti. Und Sie? Das Kollege. Arbeiten Sie hier? Ja. Als was? Arbeit. Küche. Küche. Kuchen, Abwaschen. Und das empört mich jetzt am meisten. Von unserem Minister, das muss ich Ihnen ganz sachlich sagen, denn ich bin ein Mensch, der ehrlich zu seiner Sache steht, dass er dann noch uns Ausländerfeindlichkeit vorwirft. Wissen Sie, wie die Seele, die Wiener Seele schon schäumt? Türkisch schön. Unsere Wiener Stadt tut uns leid. Ich sag nicht einmal oft mein armes Wien. Es sind die alten, ewiggestrigen Parolen. Jetzt schon gegen Kinder. Im Ahrenbergpark, das Versteck von Asif, Ilmas und Zelko, gleich neben dem Flakturm aus dem Zweiten Weltkrieg. In Österreich geboren, ahnen sie bereits heute, dass ihre Zukunftschancen gering sind. Das ist Klobutzer, das ist Straßenkehrer. Alles ist damals sitzen geblieben. Das ist Automechaniker, das ist Elektriker, das ist Autoputzer. Nachmittagsrendezvous im Park zum Plauscherl. Hier die Damen. Dort die Herren. Man will unter sich sein. Und dies aus gutem Grund. Ich war schwer krank und der Arzt hat gesagt, alles darf ich haben, nur die Frau soll nicht kämen. Ja, die hält sich nicht drauf. Es wird noch mein Untergang sein. Allerweil die Käblerei. Es gibt nichts Schöneres als wie eine Frau, aber nichts Widriges auch. Weil so viel Käben wie eine Frau tut und wenn sie älter werden, wird das allebei ärger. Ich wüsste allebei was. Kommt was an Nichtern daheim, schimpfen sie, wenn wir einen Hunger haben. Kommt was an Gesoffen daheim, schimpfen sie, wenn wir einen Rausch haben. Kommt man gar nicht daheim, schimpfen sie auch. Das ist einfach nicht, was wir machen sollen. Ja, ich freue mich heute, dass er tot ist und ich lebe. Entschuldigung, dass ich lache dazu. Aber was soll ich sonst machen? Aber Leben tue ich durch. Und die müssen so zeitlich stehen. Und dabei haben wir so eine große Wirtschaft gehabt. Frau Gisella ist seit 30 Jahren Witwe. Und noch einmal heiraten? Ich hätte viel gekriegt. Von Gmunden am Vorstand. Da bin ich 6 Jahre gegangen. Mit dem ist es schon schön gewesen. Sind wir in Urlaub überhüpfen.
ein feiner Kerl gewesen. Und dann bin ich immer über die Jahre 6 Jahre gegangen. Aber heiraten, von heiraten, wenn sie was gesagt haben, von heiraten, gehen wir marschiert. Ein Hetz muss auch sein, nicht? Lustig muss man sein mit 80 Jahren. Floridsdorf, im Beserlpark vor dem traditionsreichen Gemeindebau, dem Karl-Seitz-Hof. David, komm. David, komm. David. Na, kommt her. Komm her. David. David, komm. Ja, was tratscht ihr denn? Ja, wen richtet sie auf, der gerade nicht da ist? Nein, no, ich muss das ist aber kaum, dass alle fortgegangen ist. Unsere Männer, der war Männer sind alle gestorben. Na, jetzt haben wir einen Hund, Kinder sind auch groß. Ja, jetzt sitzen wir halt da. Ne? Sag mal, wieso sind alle eure Männer schon tot? Männer sind in den Alten. Darmverschluss. Keiner hat einen Mann. Meistens Krebs. Meine Darmkrebs. Mein Lungen. Mann ist schon 12, 13 Jahre tot. In 78er Jahren ist er gestorben. Der hat sich zu tot gesoffen. Ich habe 3 Männer überlebt. Also nicht überlebt, absolviert. Der erste war ein Besoffener, der zweite war ein Schürzenjäger. Jeden Hintern ist er nachgefahren. Und der dritte, der war ein Psychopath. Also waren alle 3 hinig, alle 3 nicht gesund. Und der Glück Nein, ich habe kein Glück, ich habe einen Saturn. Ich komme nie auf einen gesunden Mann. Und wenn ich mir jetzt annehmen, wäre er wieder mangelleidend oder invalide oder saufter oder hat er einen Viertel Magen. Der Park, auch Heimat für die Jungen vom Gemeindebau. Jeder weiß alles über jeden. Und nichts bleibt im Verborgenen. Man trifft den letzten Rest der Bekannten. Es gibt nicht mehr viel. Wir haben den Friedhof. Das sind die Richtung, jede See. Und dort liegen die meisten. Schulkollegen, mit denen, die aufgewachsen sind, mit denen, die tanzen gegangen sind. Auch die Mädchen, die wir geküsst haben. Ne? Ja. Haben Sie früher mehr geküsst im Park? Aber in jedem Haus da, in jedem Park und überall. Na, das sind mehrere Namen gewesen. Der eine Elfi geheißen, der eine hat Edith geheißen, der eine hat Anni geheißen, der eine hat Eva geheißen, der eine hat Lotte geheißen. Na, im Park, man hat so etwas, ist so man alles genommen, ja. Man hat gesprochen, irgendwas. Ne? Damals war die Kleidung eine andere, das ist eh klar. Ne? Ja, man hat zum Tasten angefangen. Ne? Das ist gegangen bis zu einem Strumpfbandgürtel ist das gegangen. Gell? Na, heute mit den Strumpfhosen. Heute war es nicht mehr so interessant, wie es bei uns einmal war. Ist der Park heute noch Glas zum Mädchen aufreißen oder Frauen aufreißen? Ja, Moment einmal. Nein, so ist ja das nicht. Es gibt einen Frauenüberschuss, ja. Den gibt es zweifelhaft, ja. Wir gehen übrigens, haben wir dann Pensionistenclub, da gehen wir hin, ja. Der Frauenüberschuss, der bewegt sich im Alter von 70 bis 90 Jahren, ja. Also, ehrlich gesagt, für die fühlen wir uns ja noch zu jung, ne? Und natürlich ein 30-Jähriger, ne? Na gut, mit einem Scheck ginge das auch eventuell, ne? Wir haben wohl Scheck, aber auf dem Konto haben wir nicht so viel. Das ist die Wahrheit. Also sagen wir, eine Frau mit 55 Jahren, die was altersmäßig zu uns passen würde, wir sind was sie um die 60, 61, 62, nicht dem Alter sind wir, ne? Die ist entweder noch verheiratet, die hat ihren Mann noch nicht umgebracht, ne? Oder wenn sie frei ist, will sie gar kann, sie hat ihren Beruf, sie hat ein Auto, sie hat eine Wohnung. Die sagt, da bin ich ein Trottler, Gustav Knamm kriege ich so auch, da brauche ich keinen Alten dazu. Ne? Also so schaut das aus. Das kann nicht gut ausgehen. Das sind Serrangen.
das sind große. Die gehen da in das Gebüsch und zerstören die Vögel. Das war schon immer so. Die Kinder sind sehr unerzogen. Dann habt ihr ja selber gesagt, seid ihr ehrlich, dass die nicht richtig erzogen sind. Aber wir haben es wahrscheinlich auch so gemacht, wie wir so Kinder waren. Aber die sitzen dort und rauchen, diese Jungen, und lassen die Kinder, hallo Dreo, die zerstören, die reißen die Rosen ab, die Blumen. Das sind nicht erzogen, richtig. Wir haben das dürfen nicht. Wir hätten Watschen gekriegt. Ja. Heute fehlt an jedem Kind die gesunde Watsch. Vor einem Monat ist mir da heute auch gegangen, die wohnt da drinnen in dem Bau, ist mir auch gegangen, habe ich halber Kraft mit der. Mit ihrem Stock ist sie sich gut vorgekommen. Und wieso ist sie dir angegangen? Na, dort sind zwei jugoslawische Frauen gesessen. Also, und die Alte ist gegangen und hat gesagt, schleicht euch da aus dem Land und so. Die eine war schwanger und die hat tickert auf die Frau, die war schwanger. Ich bin hingegangen und habe gesagt, wenn es der Frau nicht darüber geht, die schwanger sind, das nicht, auf einmal ist mit dem Stock herkommen. Und so kann ich nicht leiden. Alles wie nach Österreich. Da geht's, ja. Die Klamsi fliegen die goldenen Äpfel da zu uns. Die brauchen wir auch müssen arbeiten. Wir haben eine harte Jugend gehabt. Der Hitler, nicht in Hitlers Zeit. Gedanken eines für die Sauberkeit im Park Zuständigen. Das ist ein Wahnsinn, was die hier auffinden. Das ist eine Katastrophe. Also ich habe schon viel erlebt, aber sowas erlebt, sowas ist eine Katastrophe. Wir müssen das daheim genauso machen. Wir müssen daheim genauso hausen wie da im Park. Was denken Sie also, über die Leute, die so antreten? Genug, ich denke mir meint das selber. Das sage ich nicht, weil das ist im Fernsehen nachher auch. In der Wiener Vorstadt. Vormittag. Da gehört der Beserlpark ganz und ungestört dem Pensionisten. Alle Tag bin ich da. Was soll ich tun sonst? Wo würdest du denn lieber sein? Ne? Nein, in der Stadt drinnen. Oder Kalmberg oben, beim Heiligen irgendwo. Was lustig ist. Da ist ein Arm. Das ist ein Seelatter. Hat er nichts für ihn. Ja, wenn wir Geld könnten, könnte man 10 Jahre noch leben. Ja, das waren 70, aber leider. Ich bin die Jüngste da vom Park. Ja, dann sind alle einfuttern bei den Herren. Und wir sind da, weil wir nicht mehr hatschen können. Der Mann ist gestorben, der Freund. Ja, was wisst ihr? Huckst halt da und wartest auf Sterben. Gefällt Ihnen der Park da? Na ja, gefallen. Es gibt schon was Schönes. Das wird ein Lautsprecher. Was wäre denn schöner? Stadtpark. Oder Kalimberg. Was ist da am Stadtpark schön? Na ja, die Musik spielt und schöne Leute sind. Nun hören Sie den Walzer Rosen aus dem Süden von Johann Strauss. Kursalon Hübner im Stadtpark. Oberkellner Herr Fritz macht seine Honneurs. So, alles in Ordnung, ja? Genießen Sie die schöne Musik, ja? Wiener Walzerklinge. Also doch was Herrliches, nicht? Könnte direkt von mir sein. That's our special cake. Who wants a cake? Nice strudel. But that's you without sugar for you, right?
Die Musik reißt alle mit. Das zahlende Publikum und die Zaungäste. Indes vor dem Kursalon im Stadtpark zogen neue Sitten ein. Da müssen sie liegen, in der Wiese. Das hasse ich wie die Pest. Das war einmal, heute ist das kein Park mehr. Kein Park mehr. Heute darf jedes Tier, jedes Kind, alles darf in die Wiesen hinein, alles dürfen sie pflücken. Wo ist die Erziehung? Wo bleibt die Erziehung? Was soll aus der Jugend werden? Das ist ja unwahrscheinlich. Wir sind sehr streng erzogen. Wenn der Vater heimkommt, sind sie immer jeder in der Winkel und haben nichts mehr geredet, waren schon still. Wenn er fortgegangen ist, haben wir Handybusse geben müssen, bis zum 14. Lebensjahr. Das war Erziehung. Da hat jeder noch Respekt gehabt. Wo hat heute einer einen Respekt voneinander? Keiner. Heute kann jeder machen, was er will. Es schwingt alles herunter. Buchstäblich schwingt alles herunter. Die Jugend wird so verherrlicht. Sehen die Leute nicht, was die anstellen? Es hat sich alles verschlechtert. Alles ist heruntergesunken. Alles. Frau Luzi und ihr Mann haben einmal im Zirkus gearbeitet, als Jongleure und Akrobaten. Seit 20 Jahren kommen sie in den Stadtpark mit einem Wagerl voll mit Zuckerln und Süßigkeiten. Sind Kinder für Sie wichtig? Ja, sehr. Ja. Und auch sehr wichtig die jungen Menschen. Mit denen kommt man auch immer aus. Mit denen kann man immer, wie soll ich sagen, auskommen, in irgendeiner Art, nicht? Weil da ist nicht innerlich irgendeine Abwehr, nicht? Frau Luzi verkauft nicht nur Zuckerln. Sie ist für die Kinder eine Person des Vertrauens geworden. Ich habe herausgefunden, man kann sehr viele Menschen trösten, mit ein paar Worten oft, nicht? Brauchen das viele Menschen, den Trost? Ja, sehr viele. Ich glaube, fast ein jeder. Wonach Sie suchen. Ich bin ja nicht Frau geworden, dass ich für einen Mann eine Lustmaschine werde. Dazu bin ich bereit. Ein Herz, das mir sagt. Ich möchte mich finden lassen bei Ihnen in der Sendung. Ich liebe dich. Bei Liebesgeschichten und Heiratssachen morgen 20:15 Uhr auf 2.